Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Daily Extreme Challenge hier bei Rayman Legends. Und es geht auf hoch zum Turm ohne Ende. 1029 Meter ist heute die Grenze und natürlich ist die Goldgrenze mal wieder so ein nettes Springspielchen. Ihr seht, es ist der erste Versuch, den ich hier mache. Es wird noch nicht der beste sein, aber ich wollte euch einfach mal zeigen, dass es durchaus möglich ist, auch gleich beim ersten Versuch halt eben hier die entsprechende Goldgrenze auch schon zu knacken, auch wenn es noch recht knapp war. Aber ich wollte es trotzdem halt eben mal entsprechend zeigen, damit ihr schon mal einen Einblick auch habt, welche Elemente heute kommen. Ich war etwas verwundert, weil ich doch ein paar Elemente gesehen habe, die ich für eine Extreme Challenge eigentlich nicht erwartet hätte. So ist es eigentlich recht leicht hier am Anfang hoch zum Kommen. Und ich bin jetzt auch schon bei 150 Meter hier bei der ersten kurzen Pause. So, gehen wir entsprechend hoch, aber die Schwierigkeit geht irgendwie nicht entsprechend höher. Außer gerade dieses Element, nee, nicht dieses Element, ich glaube das nächste ist es, habe ich so jetzt auch noch nicht gesehen. Ich zeige euch dann gleich, wenn es entsprechend kommt. Ja, das ist halt immer, wenn man nicht direkt hier, genau, dieses hier war es. Nee, auch noch nicht. Aber, also die Kombinationen sind heute eigentlich recht einfach gehalten, sodass man eigentlich recht leicht auch zu einer entsprechenden Höhe kommt. Und sollte eigentlich durchaus auch machbar sein. Ansonsten könnt ihr euch hier das Ganze gerne anschauen. Ihr seht ja unten in der linken Ecke auch entsprechend meinen Controller, wie ich ihn bewege. Und wenn man die Grundregeln eigentlich beachtet hier, sammle wenn möglich alle rosa Looms ein, dann sollte das eigentlich kein Problem sein. So, wir haben schon die nächste Pause. Entsprechend, genau, schon wieder ein Seitenschwinger. Hier auch wieder probieren, schön die rosa zu kriegen. Und hier der Wechsel mit Schlag dazwischen. Hier sind wir sogar vom Sprung her sogar noch ein bisschen zu hoch. Das gleiche nochmal in die andere Richtung. Hier auch wieder über die Seitenbande. Und hier lasse ich ganz arg den Controller los, weil manchmal behält man den halt eben bei und verspringt sich dann ein bisschen. Und genau das hier ist das Element, wo ich mich gewundert habe, weil das ist mir bisher noch nicht untergekommen. Und ist natürlich recht leicht zum Schaffen, ist wie dieses eine halt eben ohne die Dorn. Aber auch so durchaus zum Schaffen. So, hier, wir sind bei 750 Meter. Hier einmal durch, da habe ich eigentlich gedacht, mich haut jetzt voll in die Dorn rein. Aber man kann direkt daneben auch stehen, also das ist auch kein Problem. Hier wieder Controller loslassen. Und der Sprung aufs Seil und dann gleich weiter. Einmal abstoßen von der Wand. Und wir gehen rüber auf die nächste. Und haben jetzt schon 850 Meter hier auch nochmal durch die Wand hoch. Und entsprechend die nächste. So, hier nochmal hoch. Jetzt kommt hier wieder so ein Wechselspiel. Auch noch alles hier langsam gehalten. Jetzt hier, das ist ein schneller. Aber Achtung, man muss trotzdem den richtigen Rhythmus halten. Der hier ist sehr gemein, möchte ich sagen. Und das hier ist jetzt schon die Goldgrenze. Und ihr versteht warum, weil hier muss man richtig schnell durchspringen. Aber 1031 Meter, das sind 2 Meter über der Goldgrenze. Deswegen probiere ich das Ganze jetzt einfach nochmal hier direkt. Nochmal am Anfang, alles sehr, sehr einfach. Das kennen wir, diesen Start, der ist so einfach gehalten, dass es eigentlich jeder schaffen sollte. Und von der Wand. Gehen auch hier wieder auf die Wand rüber. Oh, ist sogar fast ein bisschen zu hoch. So, wir kommen hier den Propeller raus. Der ärgert mich auch immer am meisten, wenn ich da den ersten Loom irgendwie überspringe oder so. Dann ärgert das einen für mindestens 10 Sekunden, dass man sich da versprungen hat. Aber, naja. So viel nur am Rande hier. Hier wieder Wand durchschlagen, auf den Bumper. Wenn es geht, auch die Bumper möglichst immer von unten anspringen. Dadurch hat man sie garantiert sicher. Und zum Beispiel den hier könnte man vielleicht sogar fast auch erreichen. Ich habe es noch nie ausprobiert. Aber wir sind schon auf der nächsten Gerade, haben schon die 370 Meter. Hier auf dem Schwinger, wieder von der Wand abstoßen. Und ihr seht auch hier, wenn dieses Wechselspiel kommt, dann führe ich eigentlich den Controller oder den Analogstick links immer
in die entsprechende Richtung, wie ich mich auch gerade bewege. Hat den Grund, dadurch, ja, habe ich das Gefühl, halt eben, ist die Seitenhaftung doch nochmal ein bisschen besser. Und auch die Sprünge klappen insgesamt ein bisschen besser. So, 520 Meter. Hier einmal durch, hier einmal durch. Nochmal Schlag, Sprung, Schlag, Sprung. Und wir sind bei 6. Hier wieder aufpassen, dass man nicht irgendwie in die falsche Richtung den Controller bewegt. Und schon kommen wir das Wechselspiel hier. Inzwischen kennen wir das ja auch. Zack. Auf den Bumper. Und hier einen schönen Sprung in den Schwinger. So, durchschlagen. Sprung, durchschlagen. Da habe ich vorher auch jemanden gesehen, der bei dem Muster irgendwie gestorben ist. Was ich mir nicht ganz erklären konnte, wie das passieren kann. Aber der Kopf ist inzwischen verschwunden. Ich glaube, das war eh bei 500 Meter irgendwo. So, hier nochmal einen schönen Sprung rüber, rüber. Weiter auf die nächste Seitenleiste. Nochmal das gleiche Spiel, langweilig. Und hier wieder abspringen von der Seite. Da verpasse ich die Lunge irgendwie. So, hier nochmal mittelschnelle Sprünge. Der ist natürlich gemein, deswegen hat den Kosmos diese, glaube ich, da verspult. Einmal Sprung zur Seite. Und jetzt die Goldgrenze. Hep, 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 hep. Also ihr seht, ganz schneller Wechsel. Hier auch nochmal. Zack, zack, Sprung. Zack. Und drüber. Und dafür haben wir uns die 1100 Meter Pause oder die 1050 Meter Pause verdient. Hier Sprung über die Ringe. Bei den Ringen, beim Turm ohne Ende, muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen. Weil meistens kommen dann irgendwelche Ranken und hinterher. Deswegen, ihr seht jetzt auch, wir sind in dem Bereich, wo die Verfolgung hier stattfindet. Hier kommt sie garantiert. Deswegen ganz schnell gleich weiter. Hier auch wieder Sprung, Sprung, Schlag. Und rüber, wieder auf den Ring. Diesmal kommt keine Ranke, aber ich gehe trotzdem ganz schnell weiter. Hier auch wieder ganz schneller Wechsel. Da denke ich mir auch ganz schnell wechseln. Zack, rüber. Hier Controller wieder rüberziehen und 1300 Meter. Hier wieder den Sprung drüber. So. Und dafür haben wir jetzt heute hier den Pool. Jetzt 1400 Meter haben wir schon geschafft. Es lässt ein bisschen nach vom Schwierigkeitsgrad gefühlt. Hier jetzt nochmal ein schneller Sprung. Da war ich sogar fast ein bisschen zu schnell beim einen. So, jetzt sind die Ranken ein bisschen näher bei uns dran in dem S. Wir springen einmal durch, haben schon die 1480. Jetzt geht es wieder hier schön nach oben, langsame Sprünge wieder. Wahrscheinlich als Ablenkung zwischendurch. Hier wieder relativ schneller. Vorsichtig rein. Hier aufpassen. Und da verspringe ich nicht. 1564 Meter, ein schöner Wert, ist glaube ich mein zweitbester. Bei der Extreme Challenge Sturm ohne Ende. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ja, schauen wir erstmal in die Rekordliste rein. Und wir haben Platz 6 von 144, sind also unter den Top 5%. Schauen wir mal rein, wie viel der nächste Wert wäre. Also auch nur 7 Meter weiter ungefähr oder ja, 9 Meter weiter und 13 Meter oder 11 Meter weiter der andere. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen zur nächsten Daily Challenge bzw. die Weekly Challenge steht auch noch an. Ja, ich danke dir vielmals fürs Zuschauen, gebt ein Like, wenn es dir gefallen hat und wir sehen uns dann nachher dann. Bis dann, ciao, ciao.